Willkommen zurück an Bord der Rachefürstin zu einer neuen Daddelzeit mit Divinity Originals sind 2 und fast alle haben hier noch. Ah, das ist bei fast jedem noch offen. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Hier hatte ich doch eigentlich schon. Hatte ich ihr nicht schon so ein Ding gegeben, neues? Ja, gute Frage hier. Steh auf, Männchen. Eigentlich eine richtig tolle Sache. Grüße, beste Frühaufsteher. Volle Kraft wiederbelebt hat natürlich auch was, weil der hat dann gut Kraft, auf jeden Fall. Das Blühenleben verleiht dir Frontkämpfer plus 3 zusätzliche Lebenskraft. Kann man womöglich auch gebrauchen. Nö, das brauche ich nicht. Parademeister. Beidhändiger Kampf, nicht so ganz. Ich kann das ja später auch umskillen, von daher. Ist das ja nicht so das Problem? Machen wir erstmal hier. Oh ja. Lebende Rüstung. Füg deiner magischen Rüstung 35% jeglicher Heilung hinzu, die du durch Fertigkeiten oder Verbrauchsgüter erhältst. Jo, das ist gar nicht mal so schlecht. Was nehmen wir denn? Ich glaube mal, das steht auf, Männchen. Ja, nehmen wir. Das ist eigentlich richtig cool. Einmal pro Kampf mit 20% Lebenskraft. Das ist quasi ein Angriff mehr, den man dann auf jeden Fall überlebt. Ist eigentlich ein No-Brainer. Und was nehmen wir bei ihr? Sie darf. Was darf sie denn? Och, Kines. Irgendwas muss ich doch hier Schönes erreichen können. Glaskanone. Ich glaube nicht. Beidhändiger Kampf. Ich glaube nicht. Wunderkind. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Wüstes Zaubermittel. Nö. Gucken wir mal einen an. Dämon. Ach so, ja. Das kann man machen, muss man nicht. Okay. Ja, ansonsten würde ich hier auch sagen, steh auf, Mensch, ne? Komm, mach ich. Eine Runde Stehaufmännchen, wobei sie ist schon Stehaufmännchen. Bedeutet, wird mit voller Lebenskraft wiederbelebt. Ich weiß nicht, ob das auch auf Stehaufmännchen sich bezieht. Ob das auch mit 20% oder so. Langsamer Wolf, Blutsauger. Gedächtnisstütze. Jo, auch nicht schlecht. Ach, das suche ich mir noch später aus. Wird schon irgendwie schief gehen. Ja, das hier ist nämlich dieser besagte Spiegel, den wir schon mal andernweitig hatten. Ich hoffe, das können wir auch später nochmal komplett angehen. Weil hier, zack, alles nochmal richtig schön machen können. Annehmen. Können wir uns ja nochmal in aller Ruhe irgendwann anschauen. Oder ich mache das offscreen und überrasche euch damit und sage, haha, auf einmal ist Lose eine Berserkerin geworden. Kann natürlich auch alles sein.
Gehen wir mal nach oben. Da ist ja diese Galionsfigur, die tolle. Singen wir dir mal ein Lied vor. Oder versuchen es zumindest. Vielleicht wirkt es ja Wunder. Oh, ach, das flattert hier so schön im Winde. Oh, das hat irgendwie schon was Beruhigendes irgendwie. Ah nee, wir wollen ja hier mal Hallöchen sagen. Aber mal sehen, ob es nur mit elfischen Charakteren geht. Ansonsten müssen wir mit Fane ein wenig elfisch werden. Ah nee, hier kann ich doch singen. Das Lied aus dem Folianten singen, den du unter Deck gefunden hast. Und schau eine an. Awesome. Ist das geil oder ist das geil? Also ich mag die Galionsfigur. Die ist richtig geil. So ein Schiff möchte ich auch haben. Das Deck unter dir ächzt und bebt, als würde das Schiff selbst aus einem Schlummer erwachen. Du hörst ein tiefes Seufzen, unverkennbar das Geräusch eines Lebewesens. Ihr seid nicht die Hexe. Ihr seid nicht alles. Ihr habt das Lied gesungen. Jetzt müsst ihr über mein Schicksal bestimmen. Seid ihr mein neuer Herr? Bevor ich meine Entscheidung treffe, mit wem oder was habe ich überhaupt das Vergnügen? Fragt, ich diene in jederlei Hinsicht. Also ich habe gehört, dass Lebensholz nur von den Bäumen der Ahnen aus dem Heimatland der Elfen stammt. Diese Wälder wurden jedoch schon längst in Kriegen vorherigen Generationen geopfert. Opfer muss man willentlich bringen, doch unsere Heimat wurde uns geraubt. Magister haben unsere Lebensart zerstört, um den Krieg zu beenden, den sie begonnen haben. Dann entwurzelten sie mich und sie rissen mich auseinander und machten aus mir diese Monstrosität. Also dieses Lebensholz, das hat ja vorher eine frühere Existenz gehabt. Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Das Knarren des Schiffes legt sich und weicht einer nachdenklichen Stille. Einst war ich ein Elf. Ich starb und wurde als Baum der Ahnen wiedergeboren. In einem wunderschönen Wald, umgeben von Brüdern und Schwestern, sowohl aus Fleisch als auch aus Wurzeln. Aber diese Zeit ist vorbei. Ich sah, wie dieser Wald in den toten Ort verwandelt wurde. Dann hat man mich geraubt. Meine Erinnerung ging verloren, so wie die Blätter von meinen Ästen. Na gut, dann treffe ich mal eine Entscheidung. Das Knarren des Schiffs hört auf, als ob es den Atem anhält und deine Entscheidung erwartet. Im Gegensatz zu den Magistern möchte ich kein Sklaventreiber sein. Ich möchte, dass du als Schiff frei bist und ich hoffe, dass du im Gegenzug vielleicht helfen wirst. Ihr seid gütig, aber ich kann niemals wieder frei sein, wahrhaftig nicht. Ich bin ein Schiff und muss geführt werden. Lasst mich euch dorthin bringen, wohin ihr möchtet. Wir können ablegen, sobald ihr bereit seid. Das Schiff ist wach, gut. Ist alles bereit zum Auslaufen? Jo, das Schiff ist aktiv und bereit zum Auslaufen. Ein zahnloses Lächeln erstreckt sich langsam über ihr ganzes Gesicht. Vor dir liegen tückische Gewässer. Überprüfe, ob du fähige Begleiter ausgewählt hast, da dies deine letzte Gelegenheit sein könnte, die Gruppe zu ändern. Ne, wir nehmen die Begleiter, die wir da haben. Dann auf nach Treibholz. Jo. Es ist an der Zeit. Ganz bestimmt. Vorwärts! With the sun on their backs and the wind in their sails, the Godwoken watched Fort Joy shrink behind them. But their capture of the Lady Vengeance had not gone unnoticed.
Sieht nicht so gut aus. Ah, mal sehen. Kampf. Ja, es sieht tatsächlich nicht so gut aus. Oha, Dallas. Nerven habt ihr ja, Quellenmagier. Stehlt mein Schiff, tötet meinen Bischof. Verbindet euch mit Dämonen. Aber ihr habt keine Ahnung, womit ihr euch angelegt habt. Wir sind bereit, Herren. Ja, aber sind sie es? Herren, glaubt mir, sie werden sich erstklassig schlagen. Also gut, lasst sehen. Lebt wohl, Quellenmagier. Das ist mein Schiff, das lasse ich nicht unter den Füßen wegschnappen. Ihr da, tut was! Autsch. Ja, nee, ist klar. Oh, um meiner Liebe der Leere willen. Hört her, wir können nicht gewinnen, aber ich kann uns in Sicherheit bringen. Ihr müsst mir Zeit verschaffen. Zeig mal, was ein Gotterweckter kann. Gotterweckte? Parasiten wohl eher. Ich werde mich darum kümmern, Herren. Ja. Ist schon scheiße. Wir sind so ein bisschen verteilt, habe ich den Eindruck. Das gefällt mir eher minder prächtig, um ehrlich zu sein. Was haben wir denn hier? Wir haben eine Fähigkeit, mit der wir uns bewegen können. Die wäre gar nicht mal so schlecht. Warte mal. Mantel und Dolch kann ich natürlich auch hier mal mich bewegen. Garrus ist da, ja, Wunderbärchen. Wieso komme ich damit überhaupt weiter? Schlachtfeldstampfer, Gegenschlag. Stiller Beobachter, ja. Probieren wir mal hier hinzukommen. Dann gönnen wir uns mal. Genau, ich habe schon so eine Art Plan auf jeden Fall. Wir machen jetzt einmal Adrenalin schlürfen. Und dann geht es ruggeli-zuggeli hier mit Unruhe gegen den Gegner. So, wen sonst? Yo! Das löppt doch. Der hier hat gar keine magische Rüstung, deswegen können wir den nochmal mit ein bisschen Chloroform abstrafen. Ja, schon schläft er und stellt uns tot. Haha! Ich bin gut. Zug beenden. Nee, erstmal. Dann beendet der Zug ja fast schon von allein. So, Zug beenden. Klappt doch ganz gut soweit. Wen können wir noch hier angreifen? Nee, der hat nur diese Rüstung. Waffenmönch. Ja, den kann man noch angreifen. Der ist gut. Nehmen wir den hier in Angriff. Wir können natürlich auch hier so einen Knaben mal mit Teleport wegmachen. Das ist auch eine Idee. Wo können wir den denn hin verfrachten? Wir können den hin verfrachten. Dorthin oder so. Muss hier ganz genau gemacht werden. Etwas von uns weg auf jeden Fall. Ah, wobei Melody ist da in der Nähe. Aber egal. Wird schon irgendwie hinhauen. Beschleunigen. Ja, nee. Ich will eigentlich hier den Knaben hier. Den da. Den will ich doch wegjuckeln. Und deswegen juckel ich doch mal. Taktischer Rückzug auf dem Boden. Okay. Könnte interessant werden. Ja, und wir müssen irgendwie überleben, offenbar. Wird spannend. Sehr, sehr spannend.
Gut, dann durchtränken wir den mal nach allen Regeln der Kunst auf jeden Fall. Und noch mehr durchtränken. Ja. Was haben wir denn hier so? Wirbelwind. Ja, setzen wir doch mal ein. Oh, das war etwas effektiver als gedacht. Nicht ganz wie gewollt. Jo, Bestie kann ran an den Speck. Das ist doch super. Wo ist denn die leere Hülle? Da ist die leere Hülle. Ah, weiter komme ich nicht. Aber ich kann natürlich trotzdem hier einmal sagen, Hallöchen. Und dann können wir noch ein zweites Hallöchen eigentlich machen, indem wir Wirbelwind. Ja komm, da kann ich zwei erwischen. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Kabums. Phönix-Sturzflug. Doch nicht bei Melody. Uff. Des Wahnsinns oder so. Okay, wir müssen uns ein bisschen hierhin begeben, auf jeden Fall. So, Garrus, was machst du denn Schönes? Eissplitter, auch nicht schlecht. Kann man mal gebrauchen. Mal sehen, wie lange sie braucht, um hier den Teleport zu wirken. Das Ding kommt wirklich gefährlich nah. Ach, herrje. Halte den Elf und seine Quellenzauberei auf. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Aber wird schon schief gehen. Wir haben hier Fane. Ja, den Knaben können wir doch eigentlich mal wieder aufstehen lassen. Und, ja, was machen wir dann mit ihm? Hier haben wir auf jeden Fall ein Phantom rumstehen. Hier allerdings auch. Wir schnuppern uns hier mal hin. Und ja, den greifen wir mal an hier. Knaben. Zack. Ich wurde erwischt. Das war nicht so ganz gewollt irgendwie. Ihr werdet mich nicht noch einmal kriegen, Dallas. Was passiert? Die Rachefürstin mischt sich mit ein. Wow. Okay. Was haben wir denn hier? Sturmbock, yes. Machen wir mal hier so einmal durchziehen. Müssen wir eigentlich beide erreichen, oder? Nee, leider nur den hier. Schade eigentlich. Na gut, dann Inkarnationsfernangriff. Ja, machen wir das darauf. Und Garrus mischt sich mit ein, auch wenn eigentlich Melody etwas geschützt werden sollte. Ich habe auch nur so ein geringfügig ungutes Gefühl bei der Sache. Das könnte richtig schön daneben gehen. Ach, Herr Jemini. Ah, Fane, solange du lebst, brauchst du ein paar Aktionen mehr auf jeden Fall. Davon abgesehen, warte mal, das ist Fane. Den wollen wir nicht erwischen. Ja, das ist jetzt das Schwierige. Die Balance zu finden.
doch alles kacke. Ey, der hat auch zu viel magischen Schutz. Wir hatten nicht so viel magischen Schutz. Das ist jetzt die Frage. Brauchen noch irgendwas, was hier magisch angreifbar ist. War hier nicht irgendwie noch so ein... Ein stiller Beobachter. Ah, der ist sowas von magisch angreifbar. Da hau ich denn mal so einen Betäubungsbolzen. Und ein Waffen... Oh, beide. Jawohl. Das klingt doch schon etwas fantastischer. Nee, mach ich mal so hier und dann passt das schon. Eieieiei. Das haut echt schon ordentlich rein. In diesem Sinne, einmal hier. Ein Waffenmönch, glaube ich. Oh, mache ich Schlachtruf oder mache ich Regeneration? Der braucht eher anderes. Regeneration. Da, auf ihn. Und kack die Wand an. Machen wir mal hier so. Ja, es sieht schon etwas besser aus auf jeden Fall. So, ein Scheißendreck hier. Stampfer. Besser als nichts auf jeden Fall. Und in der Theorie könnte ich noch jemanden versteinern. So, erstmal gehe ich aus dem Feuer raus. Das ist mir erstmal am wichtigsten und... Schild hoch wäre auch gar nicht mal so doof. Wobei der Schild jetzt gar nicht so der Hammer ist irgendwie. Nö, mache ich denn einfach Sonnenangriff hier? Passt schon irgendwie. Ach nö, so ein Waffenmönch. Der ist aber doof. Mist, jetzt geht's Melody schon ran. Bringt die Dämonen zum Schweigen. Ihr müsst sie aufhalten. Nicht mit mir. Ja, dann machen wir einmal hier so angreifen. Haben wir ihn halbwegs down und können dann sagen... Hey, Malakka! Gebirms. Oi. Das macht ordentlich Feuer. Oi. Da greife ich mal den hier an. Wenn schon, denn schon. Ach nee, der ist ja ganz doof hier. Nee, da mache ich einmal Fernangriff und beende den Zug. So, was macht der? Ach Mensch, der Typ, der ist aber auch irgendwie recht sinnbefreit. Gut, kümmert sich um die da oben. Das ist natürlich auch nicht völlig unwichtig. Und ist ein Geschossfänger auf jeden Fall. Ja, was können wir noch machen? Brauche mehr Zauber, auf jeden Fall. Nee, wir können mal hier... Was können wir denn machen? Ach, wir können so vieles machen, wenn wir wollten. Kann ich hier irgendeinen aus den Latschen ballern? Ich glaube leider nicht. Oh, hier haben wir so viele, die ich gar nicht aktiv sehe. Ach da, den können wir aus dem Latschen hauen. Jawohl. Hä?
Hat der Sonne Resistenz oder was? Komm, machen wir dann mal hier. So, und dann, ich glaube, der Kampf könnte noch etwas länger gehen. Ich hoffe, dass wir sie lang genug geschützt bekommen. Ich mache hier einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn der Kampf hier an Bord weitergeht. Bis dahin, ciao, ciao, ihr Lieben, und schaltet unbedingt wieder ein.